Moin Leute und willkommen hier zu diesem Video. Und in diesem Video geht es endlich mal wieder um den T4-Anhänger. Das letzte Video ist ja schon eine Weile her und dann kam mir ja der Unfall dazwischen. Aber jetzt habe ich endlich wieder Zeit, hier am Anhänger weiterzubauen. Und ziemlich viele von euch haben mir unter das letzte Video geschrieben, dass die Schweißnähte nicht gut sind. Und da habt ihr absolut recht. Mein Schweißgerät ist definitiv ein sehr billiges Schweißgerät und einfach für solche Materialstärken nicht ausgelegt. Das heißt, ich habe jetzt die ganzen Schweißnähte nochmal wieder aufgetrennt und mit einem besseren Schweißgerät wieder zugeschweißt. Ich habe mir da vom Staller eins geliehen. Und ja, jetzt bin ich gerade fertig geworden, alle Nähte nochmal neu zu schweißen. Und jetzt müssen natürlich die beiden Achsen wieder drunter. Die Deichsel muss ran und dann kann ich die erste kleine Probefahrt machen. Und da freue ich mich jetzt riesig drauf, denn dann diesen Anhänger das erste Mal als Anhänger rollen zu sehen, das ist ein großer Meilenstein und ich kann es kaum erwarten. Von daher fange ich jetzt mal an, die Achsen wieder drunter zu schrauben. Die Deichsel ist endlich montiert. Das hat eine Weile gedauert, die letzte Schraube war ziemlich schwer reinzubekommen. Aber jetzt ist der Hänger bereit für eine ganz kleine Probefahrt mit 10-20 km/h. Mehr traue ich mich aktuell noch nicht, denn erstens hat der Hänger noch keine Bremse und zweitens muss die Karosse auch noch hier vorne an der Deichsel festgemacht werden. Denn bis jetzt wackelt sie noch. Und zwar sind in der Deichsel hier ja schon so ein paar Löcher und da gibt es hier extra diese Haltewinkel, die dann da festgeschraubt werden. Zum Beispiel so. Da gibt es natürlich auch noch die zweite Hälfte zu. Und dann werde ich mir hier nochmal einen Querträger machen und den mit der Karosse selber verbinden, dass sie nicht so wackelt und sie an mehreren Punkten fest ist. Die ganzen Schellen sind jetzt erstmal handfest angezogen. Die werde ich später alle noch nachziehen. Aber ich denke jetzt, wenn ich den Anhänger ein paar Meter bewege, rüttelt sich auch nochmal alles zurecht.
eigentlich klar, ne? Mehr traut er sich noch nicht. So, die erste Probefahrt ist erledigt und ich bin mega zufrieden, dass ich das jetzt endlich geschafft habe. Ich wollte die eigentlich schon vor sehr vielen Wochen machen und dann kam der Unfall dazwischen. Ja, aber jetzt, es wird demnächst nochmal eine richtige Probefahrt geben, wo alles dann funktioniert. Und jetzt muss ich natürlich erstmal die Karosse noch komplett befestigen. Also wie gesagt, auf der Deichsel muss ich sie befestigen. Die Bremse muss ich auf jeden Fall einbauen. Dann kann ich vielleicht auch mal ein bisschen schneller fahren. Die ganze Elektrik muss ich jetzt noch machen und natürlich an der Karosse muss ich noch weiter arbeiten und so weiter. Momentan kommt der Anhänger vorne auch noch ein bisschen mehr hoch als hinten. Da werde ich dann einfach mal gucken, wenn der Bus wieder komplett beladen ist mit Heckschublade und so weiter und der Anhänger auch vollständig beladen ist, ob das immer noch so ist. In dem Zweifel kann ich ja vorne die Aufnahme ein bisschen höher legen, sodass die Zughäume tiefer kommen. Genauer gesagt gibt es so Distanzstücke, die man hier zwischenschrauben kann und dann sollte das auch passen. So, ich brauche ja nochmal wieder ein Stützrad für den Anhänger. Der hatte jetzt ja ewig keins und jetzt mit Deichsel ist es wieder ziemlich schwer, ihn zu rangieren, weil er doch jetzt wieder frontlastig ist. Jetzt hat er ein bisschen Stützlast bekommen. Und das heißt, ich montiere das jetzt wieder. Und dafür habe ich jetzt auch einfach hier wieder die alte Halterung. Und die werde ich hier in diesem Bereich einfach wieder festschrauben. So, das Stützrad ist montiert, es funktioniert auch, ich kann den Hänger darauf hin und her ziehen. Es erscheint tatsächlich ein bisschen wackelig, das kann aber auch einfach hier dran liegen, dass ich sehr weit ausgefahren hatte. Und außerdem ist der Holm sehr lang und somit kann er sich natürlich ein bisschen verdrehen. Dem Ganzen werde ich auch noch entgegenwirken, wenn ich dort die Stützen dran habe. Ich möchte ja noch hier von diesen Aufnahmen aus mir eine Abstützung hier zur Karosserie bauen. Da habe ich auch schon was im Kopf, allerdings wird das erst in einem der nächsten Videos passieren. Außerdem habe ich ja hier noch die Verschraubpunkte am alten Anhängergestell. Die möchte ich auch noch verwenden, um die Karosse noch fester auf dem Anhängergestell zu verschrauben. Das heißt, hier werde ich mir auch nochmal Querträger bauen, die ich an die Karosse schweiße und mit den Achsen wieder verschraube. Aber auch das wird erst in einem der nächsten Videos passieren. Es gibt also noch einiges zu tun in den nächsten Videos. Ich werde mich als nächstes darum kümmern, dass die Karosse komplett fest auf den Achsen ist. Und dann kann ich auch die ganzen Belastungstests machen, also meine Vollbremsung und so weiter. Allerdings muss ich dafür natürlich auch die Bremse wieder in Gang setzen. Denn momentan ist die Auflaufeinrichtung nicht mit den Bremsen der Achsen verbunden. Die Verbindung dazwischen war so alt und rostig, dass sie mir auch kaputt gegangen ist beim Ausbau. Und deswegen mache ich die einmal komplett neu. Und ich denke, dann werde ich auch nicht lange warten können, die ganze Elektrik anzuklemmen und dann kann ich eine richtige Probefahrt hier auf Privatgelände machen und ich freue mich schon darauf, wenn hier auch die ganzen Lampen wieder leuchten. Ich habe also einen wichtigen Meilenstein erreicht, die erste Fahrt mit dem T4-Anhänger und ich denke, jetzt ist es nicht mehr so weit, bis er dann endlich mal irgendwann zugelassen werden kann. Demnächst werde ich dann auch die ganzen Stoßstangen noch bauen. Ich möchte ja die ganze Stoßstangenlinie an der Seite fortführen. Das Ganze werde ich aus GFK machen, da habe ich schon mal ein Probestück vor sehr vielen Monaten angefertigt. Und seitdem wartet das ganze Material darauf, verarbeitet zu werden. Das schaffe ich jetzt vielleicht auch irgendwann mal. Ich
kann mir auch gut vorstellen, wenn es dieses Jahr nochmal wieder Treffen geben sollte, dass ich es dann schaffe, den Anhänger mal auf irgendein Treffen mitzunehmen. Und wenn ich es warum auch immer absolut nicht schaffen sollte, es aber trotzdem irgendein Treffen geben sollte im Herbst, dann denke ich, werde ich den Anhänger einfach auf dem Autoanhänger mitnehmen, einfach aus Prinzip. So, das war's jetzt aber für dieses Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn das war, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine weiteren Videos zum Anhänger oder zu sonstigen Themen verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute, und tschüss.